Welchem Geschlecht macht mehr Fun? Oder beide gleich? Das ist ja auf was denn bezogen? Das darfst du dir ganz selbst treiben. Ich verstehe schon, was da für eine Intention hintersteckt. Wenn er mit einem Mann schläft, ist er top oder bottom? Ich könnte das ja auch einfach mal raushauen. Das ist doch eigentlich egal, aber... Hi, mein Name ist Nico. Willkommen zurück auf diesem Kanal. Das ist Fabian. Hi. Wir sind heute ein Video. Ich habe mit Hazel zusammen im März ein Video gedreht. Und zwar Heterostelle am Schwulen unangenehme Fragen. Und heute drehen wir den Spieß um. Weil, Fabi, willst du selber sagen? Oder? Oh Gott, oh ja. Auf den Moment habe ich mich jahrelang vorbereitet. Ich bin bisexuell. Hi. Gefühlt war es das beste Outing, was ich je auch so gesehen habe. Ja, also ich habe ich gesehen, ne? Ich hab positiv, also nur positives Feedback bekommen. Weil ich hatte echt Angst, dass jetzt Leute auf einmal mir... Ja, ich habe mir so viel Gedanken gemacht. Ich habe monatelang darüber nachgedacht, mich überhaupt zu outen. Aber es war jetzt doch irgendwie am Ende relativ easy. Also ich bin glücklich. Sehr schön. Deswegen sind wir heute hier. Denn heute drehen wir den Spieß um. Ich stelle ihm Fragen zu Bisexualität. Lass mir dann ein Abo, wenn es gefallen hat. Guck mir vorbei. Instagram in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, let's go. Ich muss dir ehrlich beantworten, ne? Das wäre von Vorteil. Schrecklich. Okay. Ist das nur eine Phase? Oh Gott. Ist das dasselbe wie pansexuell? Stehst du dann auf Dreier? Es ist definitiv keine Phase. Mein Problem früher war, als ich herausgefunden habe, dass ich bisexuell bin, beziehungsweise bis ich das herausgefunden habe, es war ein weiter Weg. Ich dachte nämlich, dass ich, also als ich 14 war, dachte ich in der einen Woche oft, ich bin homosexuell. Dann dachte ich in der nächsten Woche, ich bin heterosexuell. Und irgendwann stellt man fest, dass man vermutlich sich in mehr Geschlechter verlieben kann. Und es kann sein, dass Menschen in ihrem Leben mal eine Phase haben, wo sie vielleicht auch nur für einen Monat ihre sexuelle Orientierung mal ändern oder ausleben und merken, okay, ist doch nicht ihr, aber ich kann definitiv behaupten, Bisexualität, auch die Menschen, die sich als bisexuell betiteln, das sind meistens keine Phase. Das ist nicht so wie der Winter, der kommt und geht. Und also ja, die bleibt ja ein bisschen länger. Ist vielleicht wie pansexuell ist? Nee, die Unterschiede sind auch da immer ein bisschen schwierig. Es gibt ja verschiedene Definitionen auch von Bisexualität und Pansexualität, aber ich habe für mich das immer so ausgemacht und definiert, wow. Das, ne? Dass pansexuelle Menschen, wenn sie jemanden zum Beispiel daten, ja gar nicht darauf achten, welches Geschlecht gerade vor ihnen sitzt. Und ich muss von meiner Seite aus sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel dich daten würde, dann wäre mir klar, dass du halt... Habe. Ja, genau. Ja, okay. Dass du ein Penis hast, dass du ein Mann bist und deswegen würde ich schon behaupten, dass ich bisexuell bin. Stehst du dann auf Dreier? Ich weiß auch nicht, was das damit zu tun hat, aber... Ja, wahrscheinlich, weil dann, also so eine klassische Vorstellung, als Typ brauchst du dann zum Beispiel... Zwei Frauen oder was? Ja, oder eine Frau oder einen Mann, weißt du, dass du dann in... Nee, also ich bin ehrlich, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Dreier. Ich auch. Und ja, wir sind ja auch jung, also ja, ich kenne noch wenig Menschen, ich bin ja 20, die mit 20 auch schon einen Dreier oder weiß nicht, das jede Woche, aber so bei mir ist das jetzt nicht der Fall und es zieht mich jetzt auch nicht so krass an. Also ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst, aber... Ich habe nicht mal einen Freund im Moment, also... Oh, das ist aber auch von Vorteil, dass du... Nee, das stimmt, ja. By the way, hast du übrigens eigentlich blaue Haare eigentlich, also falls du nicht erkennt, eigentlich eine blaue Haare. Ja, ich habe momentan graue Haare, weil ich dumm bin. Nein, weil ich keine Lust auf blaue Haare mal kurzfristig hat. Gibt es wirklich Bisexualität oder sagen es Leute nur, um das Wort homosexuell zu dämpfen? Habe ich schon oft dieses Vorteil gehört. Ja, nicht zum ersten Mal. Ja, nein, also viele sagen, Bisexuelle können sich gar nicht entscheiden oder wollen sich einfach nicht als homosexuell oder heterosexuell betiteln. Totaler Schwachsinn. Also ich kenne mittlerweile auch so viele Menschen, die bisexuell sind. Weil früher dachte ich echt, ich wäre so ein bisschen Exot und ich müsste mich in eine Kategorie genauso, ich muss jetzt entweder, ich darf nur auf Jungs stehen oder ich darf nur auf Frauen stehen. Also Menschen, die behaupten, dass es Bisexualität nicht wirklich gibt, das ist Schwachsinn. Das weiß ich gar nicht, wie ich das argumentieren soll. Das ist einfach... Es ist halt da. Es ist halt da, ne? Es ist in meinem Körper und ich spüre da immer wieder gewisse Gefühle. Es existiert. Stehst du ja auf Boys oder Girls oder beides gleich? Ich bin nämlich bi und beachte Boys mehr. Lachflash-Smiley. Ja, auch da, ich glaube, die wenigsten Bisexuellen können so 50-50 das einteilen. Bei mir ist es tatsächlich momentan, muss man dazu sagen, es ändert sich auch immer wieder. Es ändert sich? Ja, also... Beziehungsweise, ich habe früher, gab es immer so 15, 16 war, fand ich dann eher Typen attraktiver und interessanter, aber momentan sind es tatsächlich, würde ich sagen, so 60-70% mehr Frauen. Okay. Aber das kann sich auch wieder morgen ändern. Morgen warst du auch nächste so, geil Jungs. Du kennst das, du wachst morgens auf und bist schwul. Welchem Geschlecht macht mehr Fun? Oder beide gleich? Das ist eine auf was denn bezogen? Das darfst du dir ganz selbst treiben. Ich verstehe schon, was da für eine Intention hintersteckt. Das kann man ganz schwer verallgemeinern. Also ist ja okay. Auch egal, was ich jetzt denke, dass das
sprich ja dann, ich kann ja nicht für alle sprechen. Ja. Ich will es jetzt nicht direkt mit Essen vergleichen, aber ich vergleiche es jetzt mit Essen. Wenn wir jetzt zum Beispiel asiatisch essen oder zu einem Italiener gehen, also ich find beides halt voll lecker und es sind aber so verschiedene Sachen oft. Verstehe. Also, weißt du, ich kann mich ja gerade nicht festlegen. Ist die Frage, kannst du dich nicht entscheiden, nervig, wenn du sie schon mal gehört hast? Hast du schon mal nie gehört, die Frage wahrscheinlich? Ja, noch gar nicht. Die Frage habe ich oft so in der Gay-Welt, also gar nicht mal von jetzt heterosexuellen, sondern oft zum Beispiel schwule Männer werfen dir dann vor, so, ach, das ist nur eine Phase und das haben wir früher auch gedacht. Am Ende haben wir gemerkt, wir sind doch alle schwul und ich will es ja auch nicht verallgemeinern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade oft auch viele, ja, eben nicht heterosexuelle Menschen solche Fragen stellen. Die heterosexuellen Menschen, die mich sowas fragen, die sind immer so ein bisschen vorsichtiger, weil die wollen keinen Fehler machen. Die wollen jetzt nicht nachher als homophob oder so abgestempelt werden. Still. Aber die Frage geht mir total auf die Nerven. Klassiker, wie hast du gemerkt, dass du bi bist? Also ich ging bis zu meinem 14. Lebensjahr davon aus, dass ich heterosexuell bin. Und damit bin ich aufgewacht. Da habe ich angefangen, das erste Mal einen Jungen aus meiner Schule attraktiv zu finden. Blieb dann auch nicht nur bei ihm. Der aus der Parallelklasse und der Kollege irgendwie eine Stufe drüber. Nicht alle, auf gar keinen Fall. Aber immer wieder so, es gab ein paar Typen, den habe ich auf dem Schulhof dann, also ich habe dann gemerkt, dass ich da doch intensiver hinschaue. Okay. Nicht nach dem Motto, der hat ein cooles Outfit, sondern weißt du, man, zum Beispiel, der hat einen coolen Ass oder man stellt ihn sich auch mal ohne das Outfit vor. Und gleichzeitig aber habe ich auch die Lust an Frauen nicht verloren. Mhm. Und diese Mischung, wie gesagt, das war mir immer wieder Phase, dann dachte ich, ich bin schwul, dann dachte ich, ich bin heterosexuell, aber irgendwann begreifst du, vermutlich liebst du mehr als ein Geschlecht. Richtige Krise. Ja, so zwischen 14 und 16 war das schon und 17 war das schon schwierig für mich. Wie haben deine Mitmenschen aufgefasst, als du dich geoutet hast? Ich habe mich zuerst vor meinen Eltern und engen Freunden geoutet und das war im Nachhinein das schönste und einfachste Outing, was man haben kann. Ja, meine Eltern und aber auch mein enger Freundeskreis, die sind so offen und aufgeklärt und ich hätte mir eher jetzt im Nachhinein auch gewünscht, dass vielleicht eine härtere Reaktion mal gekommen wäre. Nein, es lief... Es lief viel zu gut, irgendwas konnte nicht stimmen. Nein, und dann habe ich mich ja öffentlich geoutet vor 2-3 Wochen und auch das kam total positiv an. Und nee, also ich hatte Angst, ja, klar, auch öffentlich das zu machen. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt seinen Eltern oder seinen engen Freunden das erzählt. Das stimmt. Aber am Ende war das für mich eine recht schöne Erfahrung. Mhm. Also ich weiß, die meisten, die sich outen, teilen nicht so ein positives Erlebnis. Für mich. Muss es auch mal geben, ne? Was Schönes. Ja, nein, ich will nur sagen, gerade an die, die jetzt vielleicht auch dieses Video sehen und eben ganz andere Erfahrungen gemacht haben, ich fühle trotzdem mit euch. Und gerade uns beiden könnt ihr ja auch immer schreiben, wenn ihr in solchen Bereichen Probleme habt. Nur, ich muss gestehen, es war ein sehr einfaches Outing. Das fand ich interessant irgendwie. Sind Gefühle gegenüber Männern anders als bei Frauen oder sind die gleich? Die sind anders. Also auch da, ich will nicht wieder für alle bisexuell sprechen, aber bei mir, ich kann mir zum Beispiel viel schneller etwas Romantisches mit einem Typen vorstellen. Okay. Aber auf der anderen Seite, wenn es in solche, ich sag mal, sexuellen Bereiche geht, kann ich mir das viel schneller mit einer Frau vorstellen. Ach, krass, also, okay. Wie gesagt, wir gehen mal davon aus, Corona gäbe es nicht oder wir gehen in die Zeit vor Corona, man war feiern. Im Club fiel es mir viel leichter mit einer Frau. Mhm. Zum Beispiel sofort irgendwie rumzumachen oder auch dann, man geht abends nach. Hab ich der Wede. Ich bin eigentlich gar nicht so. Also ich hatte nicht so ganz wenig von diesen Erfahrungen, aber das war für mich einfach und bei einem Typen war das dann eher, ja, man hat dann irgendwann zusammen getanzt und dann kam es vielleicht auch so ein bisschen näher, man hat erstmal nur Nummern ausgetauscht und hat man sich eine Woche später nochmal getroffen und also, weiß nicht, bei Frauen war ich, wenn es nur um so sexuelle Dinge ging oder mal ein bisschen rummachen und oder ein bisschen Spaß haben, da war ich viel schneller und bei Typen habe ich aber ganz schnell so schon so romantische Gefühle aufgebaut, nach dem Motto, oh, jetzt nicht direkt quasi beim ersten Date auch schlafen, weil da könnte eine tolle Beziehung entstehen. Am Ende habe ich, glaube ich, damit mir ganz viele Chancen kaputt gemacht. Das ist auch interessant. Wem guckst du eher hinterher? Ein Mann oder eine Frau? Boah. Das finde ich voll interessant irgendwie. Ja, ich finde die Frage gerade auch interessant. Ich muss mich halt... Um mal hier die politisch korrekte Antwort zu bringen, grundsätzlich schaue ich gar nicht so viel Menschen hinterher. Jetzt die Ehrliche. Das ist auch meine wirkliche Meinung. Also ich zum Beispiel auch Freunde, damals so Typen auf dem Schulhof haben oft Frauen in so Kategorien eingeteilt und dann nach Zahlen bewertet. Echt jetzt? Ja, so, das ist eine 7, oh, das ist eine 10, das ist eine 8 und das fand ich immer schon schrecklich. Ich will das absolut nicht tun, deswegen auch so hinterher gucken mache ich eigentlich nicht, aber wenn ich mich dabei erwische, zum Beispiel im Fitnessstudio, die wir gerade nicht besuchen können, aber im Fitnessstudio waren es, glaube ich, eher dann Typen. Aber dann eher so als Vorbild, weil du mal so aussehen willst? Oder genau, weil man, das wollte ich gerade sagen, weil man sich ja selbst auch so ein bisschen damit vergleicht, ja gut, und wenn da so ein Boy mit einem süßen Ass ist, dann schauen wir auch so, Mike. Aber ich glaube, es sind eher Typen, aber würde ich auch jetzt nicht, also kann ich nicht generell behaupten. Ich glaube, es ist relativ ausgewogen, aber beim Trainieren sind es Typen, ja. Verstehe, bei mir auch. Dein erstes Mal, mit Jungen oder Mädchen? Ja, mit einem Mädchen. Das wollte ich mal vorlesen. Ja. Okay, lies dir mal vor.
Wenn er mit einem Mann schläft, ist er top oder bottom? Willkommen auf diesem Kanal. Mir wurde die Frage in einem Livestream gestellt, aber ich könnte das ja auch einfach mal raushauen. Das ist doch eigentlich egal, aber ich trau dir nicht. Ich bin... Soll ich piepen? Ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden später sehen. Schau mal, ist Zeus benutzt. Nein, ich überlege gerade, ich habe mal so Kondome mit Noppen benutzt. Ah, okay. Zählt das dazu? Nein, oder nicht wirklich? Habe ich noch nie gemacht, was macht das? Ist das besser? Wenn du das trägst, eigentlich nicht. Also okay, du merkst ach so, verstehe, für eine andere. Für die andere Person. Verstehe. Aber zählt das so? Bestimmt. Was waren die dümmsten Sprüche, die du bekommen hast? Zum Abschluss, weil es so schön ist. Dümmsten Sprüche. War meine Top 3, wenn das geht. Als Bisexueller. Ja, Platz 3 würde ich sagen, man würde sich als bisexuell betiteln, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um so ein bisschen trendy zu sein. Denn nach dem Motto, heute ist es ja langweilig, wenn man heterosexuell wäre. Wo ich mir auch mal gedacht habe, ja, aber warum sollte man das tun? Man hat ja eigentlich nur mehr Probleme, die auf einen zukommen, wenn man... Ja, das ist, als würde man so ein Privileg dann ablehnen. Ja. Nein, das habe ich aber oft gehört, dass Menschen sagen, so, ja, quasi, weil... Ach, krass. Das nervt mich auch immer. Viele Menschen sind dann sehr abgeschreckt und sagen, sie könnten sich nie was vorstellen mit einem Bisexuellen, weil Bisexuelle würden ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, wir beide wären jetzt zusammen, dann würdest du mir vorwerfen, ja, aber ich kann dich ja nicht zu 100% lieben, weil ich auch noch gerne mit einer Frau zum Beispiel schlafen würde, weil ich bin ja bisexuell, ich bräuchte beides. Stimmt. Und irgendwann, es hält vielleicht ein paar Wochen oder Monate, aber irgendwann würde man sich wieder nach dem anderen sehen. Totaler Schwachsinn. Also bei mir zumindest ist das nicht der Fall. Das ist Platz Nummer 1. Das könnte wirklich ein guter Platz 1 sein. Einer dachte mal, als ich ihm gesagt habe, dass ich bisexuell bin, dass Bisexualität Pädophilie bedeutet. Was? Ja, er hatte das, ich weiß auch nicht, wie er auf diese Idee kommt, aber er hatte das zu dem Zeitpunkt durcheinander gebracht. Vielleicht hat er sich auch noch nie wirklich damit auseinandergesetzt und war mit den Begriffen vermutlich nicht ganz vertraut. Wahrscheinlich, ja. Heißt, ich habe ihm aus meiner Perspektive erzählt, dass ich ja eben auf... auf Kinder... Nein, also er hat das so aufgezeigt. Ach so. Ich dachte, jetzt für ihn, ich habe ihm auch einfach nur erzählt, ich bin bisexuell, so, ich stehe nicht nur auf ein Geschlecht. Und er dachte, okay, krass, der sagt mir gerade, dass er auf Kinder steht. So, vielleicht hat er auch schon mal was gemacht, so. Das war's schon. Kann allen da draußen raten, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind oder allgemein sich in so einer kleinen Krise befinden, so wie ich das damals auch, als ich 14 und 16 war, hatte, macht euch keinen Stress. Ich habe halt überlegt, was hätte ich damals gebraucht. Und also Punkt 1 ist vollkommen normal. Und wenn euch irgendwer was anderes erzählt, bitte hört nicht auf diese Menschen. Punkt 2, wenn ihr wirklich merkt, also ich habe damals ja dann wochenlang mit mir gekämpft, oder Monate, und das lief auf Jahre hinaus. Also wenn ihr merkt, das ist nicht eine einmalige Sache, dass ihr mal zum Beispiel einen Typen heiß fandet oder mehrere Geschlechter attraktiv findet, redet gerne mit Menschen darüber. Aber vor allem natürlich am Anfang ist es gut, mit Menschen darüber zu sprechen, die ein wenig aufgeklärter sind. Also wenn ihr jetzt einen total konservativen Opa habt, dann sagt ihm vielleicht nicht als erstes, dass ihr bi oder homosexuell seid oder pansexuell, was auch immer, aber redet gerne mit Menschen. Wenn ihr gar nicht mehr weiter weißt, dann schreibt uns auf Instagram oder hier auf YouTube. Jetzt habe ich die Welt verändert. Hast du die Welt verändert? Kanal in der Beschreibung verlinkt. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne noch weitere Fragen rein. Vielleicht gibt es irgendwann Teil 2 oder so. Mal gucken. Ich würde sagen, ja. Bye. Bye. Du und ich haben Namen. Nicht aus dem Kopf.